Museum ist so krass, weil er wirklich in dir einfach Gefühle löst und einfach dich komplett wirklich... Also der schießt dich komplett aus dem Orbit. Ich weiß nicht, fühlt er dich auch? Er fühlt dich auch. Hallo meine lieben Freunde, wir sind auf dem Weg nach Berlin, schon 5 Stunden unterwegs und kurz hinter Potsdam, in einer Stunde sind wir da und ich freue mich schon. Morgen ist mein erstes großes Konzert in Berlin und übermorgen sind wir in Dresden, geben da ein schönes Konzert und da freue ich mich auch besonders drauf. Da gibt es dann ein zweites Video, wo ihr das sehen werdet. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Melanie und Max, die ganz eng mit Stefan Hine zusammenarbeiten. Melanie ist eine ganz begnadete Komponistin und vielleicht entsteht da auch der ein oder andere schöne Song, mal sehen. Und ich stelle sie euch gleich vor, zeige euch ihre CDs, weil sie macht richtig geile Mucke. Ich habe hier im Auto auch noch eine, wartet mal. Hier. Das ist Melanie und gleich werdet ihr Melanie sehen. Und wir fahren jetzt noch fertig nach Berlin und sehen uns da gleich in ihrer Wohnung im 9. Stock und dann morgen beim Konzert. Ihr bekommt einen schönen Zusammenschnitt und den Rest wie immer auf DVD. Wir haben gerade eben eine super Freestyle-Session hier gemacht. Man hat ja Zeit im Auto. Und die gibt es auch auf der Live-DVD. Bis gleich, meine Lieben. One love. Herzlich willkommen in Berlin. Wir sind mittlerweile angekommen in Lichtenberg und wir sind bei Melanie und Max zu Hause. Schaut mal, wir haben wunderschöne Aussicht im 9. Stock hier oben. Und wie ich euch erzählt habe, ist Melanie eine Pianistin und geht auf ihre Seite. Ich habe es nochmal eingeblendet. Ihr bekommt dort ganz, ganz viel wunderschönen Sound und bestellt euch eine CD, unterstützt gute Künstler. Wir schauen uns jetzt ein bisschen Berlin an, ziehen ein bisschen durch die Bezirke und dann seht ihr uns gleich wieder in der Location. Beim Soundcheck. So, wir haben den Soundcheck gerade geschafft. Wir sind jetzt hier in Kreuzberg im Blue Tap. Das hier ist Manu. Servus, Leute. Das erste Mal, dass jemand vor mir auftritt und ja. Gleich was für einer. Ein sehr, sehr talentierter junger Nachwuchskünstler. Schon fast kein Nachwuchs mehr. Rappt auch schon 10 Jahre, denke ich. Ja. Kommt aus Wiesbaden? Genau, richtig, ja. Cool. Und wir zeigen euch gleich ein paar Konzertausschnitte von Manu. Genau. 8 Tracks spielst du? 8 Tracks, genau, richtig. Okay, cool. Ja. Wir verlinken noch ein Video von ihm in der YouTube-Beschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Like die Facebook-Seite, unterstützt junge, aufstrebende Künstler. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich auf, vor allen Dingen auf sein Konzert. Bin mega gespannt und es ist mir eine Ehre, hier in Berlin sein zu dürfen, eine Vorgruppe von ihm zu spielen. Danke. Alles klar, Leute. Cool, viel Spaß mit dem Konzertausschnitt von Manu. Jetzt kommen die Leute gleich und dann seht ihr noch ein paar Ausschnitte von mir. Und heute Special, noch eine kleine Freestyle-Show mit dem wundervollen Milian, der auch beim Stefan Hine-Kongress dabei war. Und der freestylt heute noch mit mir ein bisschen. Seht ihr gleich und den Rest auf DVD. Viel Spaß mit Manu. Stop checking. Peace. Yes. Du bist gut, wie du bist, Bruder, glaub daran. Optimismus ist das, was du brauchen kannst. Ja, ich weiß, es ist nicht leicht, hab mich auch erkannt. Blick nach vorne und du packst es daraus, verdammt. Dankeschön. Ich weiß, was ich wundere, ich hab's gesehen und erlebt. Glaub daran mit aller Kraft, bis deine Welt auch runter wird. Du wirst sehen, es gibt viele Wege und Methoden. Es ist nur schwierig aufzustehen, gibst du fast am Boden. Es klingt für dich ein wenig abgehoben, wenn ich rede wie die Großen. Lebensphilosophen, außer Orte in Taschen hatte ich wenig zu bieten. Täglich auf Krisen, heute fange ich an, mein Leben zu lieben. Pläne zu schmieden, langsam alles auf die Kette zu kriegen. Nebenher meine Hörer weiter mit Tracks zu beliefern. Was wollt ihr? Texte vom Fließband oder Sätze mit T-Shirt? Ich kick Raps so wie diese, einfach weil ich letzteres liebe. Schreib, was ich fühle. Und jener Vibe, den ich spüre, fließt in das Zeilengefühl. Und langsam los.
an deine Kinder und ich kann dich hören. Du bist ein Kind des Lichts. Kannst du voll dein Verfolg und dem Leben mit Vertrauen? Erinner dich einmal noch, komm schon. An deine Kinder und ja, Kinder. Du bist ein Kind des Lichts. Kannst du voll dein Verfolg und dem Leben mit Vertrauen? Und er macht es einfach und er macht sehr gut, weil er Spaß und hat und weil er die Menschen infiziert und er infiziert mich total. Und das ist der Max und der Max kommt jetzt nach vorne und ich bitte um einen riesengroßen Applaus. Lilian. Stefan Hine ist ein Mensch, der uns beide sehr, sehr inspiriert. Der hat einen Kongress gemacht, so der Stefan Hine-Kongress. Da haben wir beide mitwirken dürfen. So, da habe ich ihn entdeckt und dachte, was für ein geiler Typ. Und wir machen jetzt was Verrücktes. Und zwar, wir machen jetzt eine kleine Freestyle-Session. Das bedeutet, ihr dürft jetzt alle Gegenstände hochhalten, die ihr irgendwie bei euch habt, die ihr lustig findet. Und wir bauen die alle irgendwie mit ein. Also wir versuchen es zumindest. Ein Lippenstift, denn ich finde sie nicht. Komm ich ans Mikrofon, sag ich, Lilian, ich bitte dich. Ja, ich danke dafür. Ja, Leute, seid ihr da? Leute, seid ihr da? Ja, dann gib mir mal ein Ja. Gib mir mal ein Ja. Das ist Sternstaub, den man einfach von den Sternen raucht. Leute, seid ihr heute hier im Haus? Gute Laune, yeah! Lilian am Start, sehr, hier und der Weg los. Berlin hat eine breite Straße. Schau mal, Lilian, hier ist echt eine Seifenblase. Und die zerplatzt dir gleich und sie hat einen Wasserkocher. Was, du kriegst sie hier rein? Das ist ja krass. Und doch, da kommt der Sommer rein. Sie hat ein großes Kleid. Überlasse ich mit diesem Los hier noch rein. Und dann ist das kein Problem mehr, Mann. Ich chille mit der Brille. Du hast deinen Hut und der ist gut, weil ich auch kille. Ich bin auf der Kamera und die, die ist von Canon. Du hast deine Wasserflasche, ja, die muss man kennen. Und wir brennen mit den Reimen. Jetzt kommt Lilian wieder. Gib mir mal ein Ja für diesen Sieger. Ja, danke. Yeah. Und wir sind hier und müssen noch zertanken. Ja, deine Sonnenbrille. Ja, die habe ich auch, wenn ich in der Sonne chille. Ich wollte ganz kurz sagen, ja, ey, das, was Seom hier macht, das ist sowas von dermaßen krass. Und ihr seid so ein ausgewähltes Publikum, das ist sowas Besonderes. Ihr glaubt es nicht, wirklich. Also normalerweise, ja, bei einem Konzert, da siehst du Leute, die sind voll so irgendwie einfach nur so irgendwie im Rausch und so und haben dann irgendwie Merchandise an und kommen dann da und sind dann, singen irgendwie mit und so und aber peilen eigentlich gar nicht so, was wirklich abgeht. Und wenn ich euch so angucke, ihr habt irgendwie alle, also ihr habt alle irgendwie eine glubbende Geschichte zu erzählen, die, also ich glaube ja nicht, dass ihr unbedingt jetzt hier seid, um wirklich jetzt einfach zu hören, was Seon sagt, sondern ich glaube, ihr wollt wirklich hören, was Seum durch euch spricht und was ihr eigentlich zu sagen habt. Und ich hatte so ein paar Momente, als er so gesprochen hat, jetzt gerade bei dem letzten Song, der war wie übelst krass und ich hab so gemerkt, boah, ich zum Beispiel, ich hab so gecheckt, wow, ich glaube, ich muss einfach auch mit meiner Familie nochmal irgendwie das nochmal überdenken, vielleicht auch nochmal einfach ein Wörtchen irgendwie mit meinen Eltern nochmal reden. Und das hab ich nicht auf irgendeinem Hip-Hop-Konzert, weil da bin ich einfach nur komplett im Film, so wie wir jetzt alle gerade, einfach nur Party, Party, Party. Und dieses Konzert von Seum ist so krass, weil er wirklich in dir einfach Gefühle löst und einfach dich komplett wirklich, also der schießt dich komplett aus dem Orbit. Ich weiß nicht, fühlt er dich auch? Er fühlt dich auch.